Wir haben heute im Bauausschuss eine Sondersitzung anberaumt von der Koalition, die gestern um 17.26 Uhr einen Änderungsantrag über 23 Seiten eingebracht haben. Wir halten diese kurzfristige Einbringung abends um 17.26 Uhr für viel zu kurz, um so einen langen 23-seitigen Antrag zu bearbeiten und haben deswegen Vertagung dieses Tagesordnungspunktes beantragt. Das wurde natürlich von der Koalition wie üblich abgelehnt. Wir halten das für ein ganz undemokratisches Verfahren, unparlamentarisch und lehnen grundsätzlich solche Übergriffigkeiten auf Seiten der Koalition ab.